Lucio Fontana war einer der experimentierfreudigsten und innovativsten Künstler des 20. Jahrhunderts, der dabei einen großen Einfluss auf jüngere Künstlergenerationen ausübte. Gemeinsam mit anderen Künstlerinnen des sogenannten Spazialismo vertrat Fontana die Ansicht, dass der traditionelle Bildträger überholt und durch die Erfahrung der Zusammenwirkung von Zeit, Richtung, Klang und Licht im Raum zu ersetzen sei. 1949 entstehen die ersten perforierten Leinwände. Rund ein Jahrzehnt später beginnt der Künstler mit seinen berühmten Schnitten in die Leinwand. Brachiale Eingriffe in die meist monochrom bemalte Fläche mittels scharfer Messerschnitte. Fontanas genialer Akt zielt darauf ab, den realen und den imaginierten Raum zu vereinen, wie hier in diesem Werk. Sein Schnitt ist unmittelbar, präzise, wie ein chirurgischer Eingriff und geprägt von Schnelligkeit und manuellem Geschick. Vor der Schlitzung war die Bildfläche ein leerer, unmarkierter Raum, dessen Reinheit die Unverfrorenheit des Schnittes noch verstärkt. Er überführt die Bildflächen in eine neue Räumlichkeit, indem er die Materie der geschlossenen Form eindringt. Das Durchdringen der Bildflächen macht den Stoff, das Körperhafte der Leinwand sinnlich erfahrbar, während das Licht in der Tiefe des Spalts verschwindet und sich hinter dem Bild ein neuer Raum öffnet, der die Imagination der Betrachterinnen herausfordert.